Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Slay ist wieder mal am Start, gemeinsam mit dem Kuro, der heute wahrscheinlich nicht so viel reden wird, weil er krank ist. Aber egal, the show must go on, die Show muss weitergehen, wir schaffen das irgendwie. Ich habe heute Nacht nicht viel geschlafen, bis hin zu gar nicht. Ich bin total überdreht. Und ach ja, wir haben jetzt einen Twitch, beziehungsweise der Skyline hat für den Kanal einen Twitch-Account erstellt. Da werden jetzt hin und wieder mal Livestreams kommen. Wir haben gestern schon ein bisschen AC-Livestream gehabt. AC-Black-Flag-Livestream. Tut mir leid. Eventuell wollen wir demnächst mal Halo-Multiplayer-Livestream machen. Weil ich darin ja so herrlich gut bin. Wow. Genau, dieser epische Blick. Da haben wir auch gehört. Das ist aber wirklich episch. Okay. Auch, Was denn jetzt? Unser Schwert ist gleich entzaubert. Das wollen wir ja nicht. Nein? Nein? Warum gehst du nicht einfach auf Favoriten? Da hast du die alle viel schneller. Ist dir bewusst, oder? Nein. Mir ist gar nichts bewusst. Okay, wir haben. Genau, ja. Wir müssen nach Javaska zurück. Was? Das war. Aber das ist ja schon geholt. Ja, wir haben das Ding schon geholt. Du, ja, hast, du hast das ja gerade geholt, so nachdem geschafft, nachdem ich extrem verkackt habe. Ja. Also, wir merken, wenn wer verkackt ist, das immer der Slay, weil der Kuro zu gut ist im Skyrim. Das stimmt ja noch nicht mal. Ich glaube, ich bin auch so ein paar Mal gestorben. Das ist. Wir geben uns da beide nicht viel. Ja. Ich habe mir jetzt das Wochenende genommen, habe ein bisschen mal wieder mit meinem anderen Skyrim-Charakter gespielt, den ich auf Kuros Xbox habe. Mein Magier-Charakter, da habe ich aber auch verkackt. Ich muss mal wieder lernen, wie man gescheit mit Magie um sich wirft. Ich hab der Katze erschlagen, ist das schlimm? Ja, das ist sehr schlimm. Okay, ich war keine. Fahrgas, zieh das Schwert durch, tritt in den Arsch. Go, Mr. T! Base Jumping! Wie gesagt, ich bin total. Base Jumping? Base Jumping! Achso, nein, das sind die Assassinen, die das erfunden haben. Ja, aber Mr. T kann das auch, wie du eben gesehen hast. Mr. T kann alles, der kann sogar eben Käsegranaten erschaffen. Genau! Ab noch Javaska. Wir sind Mr. T und wir haben die Irokesen-Granate erfunden. Nein, haben wir natürlich nicht. Nee. Aber wir sind trotzdem Mr. T und wir sind awesome. Mhm. Und ich bin total am Rumspacken. Hi, Feuer. Ist ja nichts Neues. Ja, das ist auch genial. Du kannst dich verbrennen. Ganz ehrlich, schmeißt die Hexe. Wieso gehe ich jetzt nach Javaska rein, um wieder nach aus Javaska rauszugehen? Dass du dämlich bist. Brüder und Schwestern des Zirkels, heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Ja, die Folge Ende wird jetzt damit enden, dass die Dauer auftreten. Ne? Gut. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Schwerter in seinem Namen erheben? Ich würde als erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Metalle in seinen Geschichten schwelgt. Wow. Geldriesen! Das Urteil dieses Zirkels in meinem Recht. Dein Herz schwächt. Was muss er jetzt dafür wieder nicht machen? Dafür habe ich Ehrwasch geholt. Was drüben steht. Ja. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen wiederhallen. Gibt's auch noch einen richtigen? Ich will kein Spiegel. So soll es. Wir sollten da lieber zuhören, anstatt hier doof rumzulabern. Ich kenne die schon. Ich kenne die Leier ja schon. Ja, ich auch. Ja, und jetzt? Ich habe jetzt nichts verstanden, aber egal. Du bist bescheuert? Du kriegst nie wieder eine Paysafe-Karte. Du machst damit nur Müll.
Wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen? Ja, weil die immer noch am Warten sind. Worauf? Also Leute, heller wird's nicht. Versuch einfach mal mit dem Kopf zu wackeln, oben unten. Das geht ja alles. Ich kann mich ja umgucken. Hast du irgendwas kaputt gemacht? Ich hab nichts kaputt gemacht. Hast du denen zugehört? Nein. Okay. Also, nochmal kurz neu laden. Wir haben ja zum Glück einen Schnellspeicherstand, als wir da rausgegangen sind. Ja. Ah, Mann, die Folge heute beginnt ja wieder richtig Premium. Denk mal, Mama, muss man nicht zuhören bei so einem langen Gelaber, weil er spielt und zuhört. Wieso muss ich denn immer alles machen? Du bist gerade wirklich dran, also. So, das Ganze jetzt nochmal. Das Ganze jetzt nochmal und diesmal hörst du zu, sonst dreh dich in den Arsch. So, du gehst da jetzt zuerst hin. Okay, ich geh. Du musst da ja jetzt hin, der kommt ja dir hinterher. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Meine Schwestern des Zirkels. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sternlichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Er wird für ihn sprechen. Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Sein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner, grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Nun, Junge, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Jetzt! Ah, das Spiel hat sich vorhin aufgehangen. Ah. Also so halbwegs. Ja, interessiert uns davon irgendwas? Nein. Einige könnten es versuchen. Ja, jetzt musst du die alle ansprechen, also einen von denen. Ich habe gehört, dass ihr angebt. Ich zeige euch, was ich weiß. Lohnt sich das? Nein, sowas brauchen wir nicht. Ein Bürger von Ostmarsch hat uns um Hilfe gebeten. Offenbar ist ein Raubtier in ihr Zuhause eingedrungen. Jemand muss die Bestie erledigen. Okay. Gut. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Es ist einfach nur ein Tier, aber seid vorsichtig. Die Tiere von Himmelsrand sind zäher als an anderen Orten. So, Kammerjäger. Erst erwarten ist klar. Töte Eiswolf. Ja, die Quest war schon angezeigt. Falls du den Pfeiler siehst. Nein, ich sehe den Pfeil nicht. Für blind wie. Aber da kannst du hinreisen. Nö, genau da nicht. Wow. Also, hin, schnell reisen und dann die Beine in die Hand und weglaufen. Weil wir wollen ja nicht, dass wieder mit uns Baseball gespielt wird, so wie am Anfang. Also mit dir. Ja. Gut. Weil das nicht weh auf dem Kopf. Wenn so ein Riese kommt und so. Bumm, die auf den Kopf hautet. Oh, mein Deutsch ist schon heute. Ist mega Premium. Wie gesagt, Leute, gibt aber keinen Scheiß drauf, was ich heute laber. Du sagst ja nicht, wenig zu tun hat. Das sagst du jedes Mal. Ja, aber heute ist echt extrem. Das sagst du jedes Mal. Schnauze. So genau das sagst du auch jedes Mal. Dann mach dir mal Gedanken. Warum ziehst du auch die Schwerter? Das ist klar, dass ich jedes Arschloch angreife. Hey, guck mal, da ist ein Drache. Hallo, Drachi. Wirf mal, da ist Erz. Eisen. So, jetzt sehen wir Mr. T vor ihm, wenn ich beim Eisenabbau. Was
kann man dazu noch sagen? Voll männlich. Ne, langweilig, aber muss auch mal gemacht werden. Das ist auch irgendwie Pokémon-Logik, oder? Was? Du hast zigtausend Schwerter, Waffen dabei und so sieht man gar nichts. Hast du auch bei Pokémon auch? Zigtausend Items, du hast sogar ein Fahrrad in deinem Rucksack. Hi! Guck mal, da hinten ist ein Drache. Hast du ein Fahrrad in deinem Rucksack? Ja, nur in Pokémon, aber hier hast du ja auch alles Mögliche in deinem Rucksack, an Schwertern und so weiter. Skyline, siehst du auch den Drachen? Ich sehe einen Drachen. Yeah, der Drache ist schön. Ich will auch einen Drachen als Haustier. Hatte ich mal. Was? Ja, nennt sich nur Batagame. Ah. Mein Gott. Ja, ich bin heute ein bisschen schwer vom Begriff. Das sagst du jedes Mal. Glaub ich zu träumen. Nein, das hab ich schon. Da. Und das mach ich jedes Mal. Na. Ich weiß, ich hab nochmal. So, da dürfen wir jetzt einfach rein, richtig? Richtig. Hat sie mir einen 5-Euro-Schein oder zwei 5-Euro-Scheine gegeben? Hä? Was du trinken gehen wolltest, warum hast du mir zu trinken? 2 5-Euro-Scheine, sie hat ihr 10 Euro gegeben. Jetzt bin ich wegen dir fast draufgegangen. Oh nein, Weihnachten kommt. Ey, wir müssen noch ein paar Waffen basteln. Dann können wir den Weihnachtsmann wenigstens zusammenstinken. Haben wir es jetzt? Hallo, ich möchte gerne auf Bling-Spezialist. Wir haben es jetzt. Was hat die Tür überhaupt verdammt? Die Tür nervt aber. Bitte. Der Eiswolf hat Pech. Ruh ihn doch einfach an. Jetzt drauf. Halt doch einfach gedrückt. So. Der ist aber langsam gestorben. So. Ah, liegt Gold. Nehmen wir mal unsere Belohnung mit. Wo ist mein Kuli? Super, dass wir gleich noch mehr kriegen. Die Truhe ist auch nicht abgeschlossen. Ui! Da war ich Schnauze. Alter, du hast dein Schwert vergessen. Ja, komm, wir nehmen das Holzschwert mit. Und dann verzaubern wir das Holzschwert. Wo ist mein Kuli? Es ist ein Holzschwert. Okay, kochen wollen wir auch nicht. Alchemie auch nicht. Das ist auch irgendwas interessantes. Ich hab doch ein Meckes bestellen können, ey. Ja. Richtig. Kannst du den nicht auch noch häuten? Hab ich doch schon. Ich sag doch häuten. Ich meine, der hat immer noch sein Fell und trotzdem hast du es mitgenommen. Na, da passiert nichts. So, jetzt wieder zurück. Also, ich muss sagen, das war die schwerste Halo-Quest. Die schwerste Skyrim-Quest, die ich je in meinem Leben hatte. Ich muss dieses Hütchen töten. Lass es, obwohl es eh keiner in der Nähe. Brüll es an, dann ist es. Dachte es wer. Trotzdem, brüll es an, dann ist es tot. Ja, wir können es uns nicht leisten, das Hühnchen zu töten. Noch nicht. Was soll das denn heißen? Mein Ziel ist es, das Skyrim Hühnchen zu töten und alle, die mich da angreifen, auch zu töten. Das habe ich auch schon geschafft. Ich weiß, ich auch. Auf meinem alten Skyrim Account. Das ist nicht so schwer. Spieler. Vor allem, wenn du so einen scheiß Drachen beschwörst. Dann machen sie sowieso nicht mehr groß was, weil sie sich nur auf den Drachen konzentrieren. Oh mein Gott, wir sind Level 11. Mein Gott, sind wir schlecht. Warte, das ist jetzt welche Folge? Hey, cool, wir sind dann in... Dann passt es ja. Wir sind in Folge 11 endlich Level 11 geworden. Hui! Ey, ich will da hoch! Und ich will da! Ich glaube, ich bin jetzt ausgeliefert. Genug. Ja, ich meine jetzt auch von Dingens her, von 2 Euro für die Bratwurst? Habe ich schon abgeschrieben. Ja, Kastetta müsste da noch drin sein. Da muss er sich bewegen. Ja, Entschuldigung, es ist Sonntag, du bist Gamer und du musst dich bewegen. Ja, aber du musst dich dann sowieso bewegen, wenn du Gamer bist. Spürt ihr, oder der Eigentümer des Ortes ist sicher erleichtert. Und bezahlt hat er auch schon. Wow, 100 Gold. Nochmal, jeder? Ich
Ja, können wir erstmal. Machen wir erstmal die fertig. Immer noch hoch motiviert. Sehr gut. Vielleicht behält Skjör ja recht, was euch angeht. Er hat etwas Besonderes für euch geplant. Ihr solltet besser mit ihm reden. Ich will auch mit dir reden. Ah, ja, sie ist fertig. Ja. Die nächste Aufgabe ist dann mit den anderen reden. Ich sollte mal wie ein normaler Mensch außen rumlaufen, oder? Du bist ein Ork. Ach, stimmt, ich darf das. Ein Wunder, dass der Tisch nicht unter meinem Riesengewicht zusammenbricht. Nehme ich den. Ah, da seid ihr ja. Ihr wolltet mich sehen? Ja, für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Für dieses Mal? Aber das musst du nicht wieder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir. Nein, ich will nicht. Bis wir zum Vampir werden können, ist das noch nicht gesehen. Müsste nicht nächste Mal, wenn in der Stadt kommen, die Vampire auftauchen. Ah, ich glaube, die haben wir schon gekriegt, die Kultisten, oder? Die Kultisten müssten kommen. Aber ich zeige euch den Weg. Ja. Macht ihr mal. Hä? Also gut. Nicht jetzt. Heute Abend. Heute Nacht. Okay. Vorspulen. Dann leck mich. Ja, stimmt. Geh erstmal nach oben. Erstmal ein bisschen Stuff verkaufen. Hey, Mieter. Ich glaub nicht, wir haben... Ciao, Mieter. Eine Menge. Was Stahl hast du zu verkaufen? Preist die Götter. Ja, preiset die Götter. Whatever. Haben wir irgendwas, das wir verkaufen können? Ja, dann. Genau, wir verkaufen. Meine Eisendolche. Sie haben Nesselflug. Das heißt, die Eisendolche brauchst du. Den Eisendolch darum brauchst du nicht mehr. Ja, und den können wir eventuell entzaubern. 490. Mhm. Ich hab jetzt noch 490 draußen. Das? Ja, ja, komm, nicht damit. Den haben wir doch extra dafür mitgenommen. So. Ich glaube nämlich, ich muss mal kurz gucken. Wir haben noch, ja, wir haben noch Drachenknochen und Schuppen dabei. Ja, aber die können wir noch nicht schmieden. Ja, aber wir können sie verkaufen und Gold. Wir können sie auch einlagern. Ja, wir brauchen Gold. Wir sind pleite. Wir haben ein bisschen wenig Gold, falls es nämlich aufgefallen ist. Doch. Mir ist es aufgefallen, aber ich würde die Drachenknochen. Wir finden noch so viele Drachenknochen. Wo soll er anfangen? Ist geil, ne? Hast du richtig schön bequem gelegen. Alles, weil ich vorgelegen habe gestern. Ja, mir ging es gestern auch nicht unbedingt gut. Alles steht zu Verkauf? Ich kann dich kaufen und dann töten, ohne dass mir was, wer was tut? So habe ich das gerade verstanden. Du sagst, du willst Sachen verkaufen. Was ist da mit dem Edelstein? Mit den sechs, die da oben mit den Amethysten? Kann ich ihm einfach verkaufen, also wieder pleite. Dann wollte ich mal die Sonderfälle machen. Weiß ich noch nicht. Hat er auch. Ui! Kaufen? Ja. Ja. Auch wenn wir dann wieder fast pleite sind. Hallo. Und jetzt? Oh, Redekunst verbessert. Ja, yeah, wir können reden. Die kann weg. Wollen wir Skyline verkaufen? Was kriegen wir denn dafür? Hallo? Ja, Skyline kriegt nur 48, der ist nichts wert. Ja. Hallo? Ja, wir kriegen nur 48 Gold für dich, also bitte. Dann kannst du mich ja ruhig behalten. Ja, müssen wir ja. Ja, so ein bisschen was Besseres kriegen. Rumgespielt, so, ich glaube, den nächsten Dolch nennen wir dann Shiro. Mal gucken, wie viel wir dafür kriegen. Was? Der ist ja noch weniger wert. Also ich glaube, Chico mag die zwei Pokémon. Oh mein Gott, Chico ist der Herr über... Ja, wie heißt die jetzt? Crawdon und Kyogre. Holy fuck. Das ist sein ihr Trainer. Sein ihr Trainer. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen... Wir machen jetzt erstmal die Zombies, wollte ich schon sagen. Yay, ich darf...
Erst die Werwolf. Vampire-Töten, wo kann ich unterschreiben? Ja, ihr werdet Isran gefallen. Lass doch erst mal eines mit dem Vampir. Wir müssen die Quest oder so annehmen. Sprecht mit ihm. Ja, trotzdem. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir die Quest jetzt machen. Der nee, wir machen jetzt erstmal das eine fertig. Finde heraus, was die Dämmerwacht ist. Später. Begonnen, Dämmerwacht. Mhm. Sonstiges. Leder. Ups. So. So. Müsste hier nicht eigentlich die Schmieden irgendwo rumgammeln? Achso, die hat man schon umgebracht. Nein, diesmal nicht. Oh Gott. Oder? Schreibt es euch in die Kommentare, haben wir die Schmieden schon umgebracht? Nein. Sie steht noch da. Eigentlich jeder etwas. Ich sage nicht, dass... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Verkaufen. Mal gucken, hat die Dietriche? Nee, aber Eisen. Alles? Ja, haben wir genug. Und dann noch ein bisschen Leder, würde ich sagen. Also die Streifen. Ey, wir haben noch genug Leder. Ja, aber trotzdem, Leder kannst du mir genug haben. Hm. Ah, okay, stimmt, wir haben ja dasselbe. Hallo, Kopf. Nicht immer dasselbe. Ja, aber meistens, wenn du bei der einen was alles. Ja, aber die haben immer, wenn die drin ist, haben die immer dasselbe. Hätte. Ja. Hä? Der verwirrt. Ja, jetzt sprechen an. Er ist gerade draußen. Aber draußen verkauft er nicht. Draußen verkauft nur die andere. Können wir endlich noch was herstellen? Nein, wir können nichts anderes herstellen. Hast du die Zeit eigentlich im Kopf? Ja, ich habe das im Blick. Hätte ich jetzt nichts zu sagen. Stopp, wir wollten schwere Rüstung. Ja, aber bringt das denn was, wenn wir das schon haben? Nee. Wir schmieden einfach eine Runde Eisendolche. Mhm. Ja, oh, krass, wir haben 39 Eisenbarren. Und jetzt haben wir doch nicht genug Leder. Ich hab's dir gesagt. Ja. Stopp! Okay, jetzt kannst du das letzte Lederstückchen auch noch wegkloppen. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Ich habe nicht mitgezählt. Es sind immer 4 Stück. Mhm. Der Beat ist toll. Ich hoffe, wir sind ja Level up. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir dann auf Stahlschmiedekunst. Und nach der Stahlschmiedekunst. Hallo. Oh, ich bin für diesen Skillbaum echt zu blöd. Zwergische, oder? Ah nee, die sind mir zu klein. Ja, aber wir müssen zwergisch mal, damit wir auf Orkisch kommen. Ja, und irgendwann auf Dietrich. Ja. Weil Emerz sieht auch an Orks geil aus. Ich weiß. Vor allen Dingen der Emerz-Hahn. Den wir uns auch noch holen. Ich muss mal kurz hoch. Wolltest du nicht was verkaufen? Ach ja. Also ehrlich. Jetzt, wo du es sagst, theoretisch gesehen wollte ich was verkaufen. Ich hoffe, ich schaffe jetzt noch alles, was ich in der Folge schaffen wollte. Also was ich mir jetzt spontan vorgenommen habe, noch zu schaffen. So. Willkommen. Wollt ihr euch so, schützen? Waffen. Oder Schaden austeilen? Ich wollte schon fragen, was machst du mit der Katze? Es ist schön mit euch Geschäfte. Du hast noch keine Aufgaben von denen gemacht. Das heißt, du kannst noch nichts von denen klauen und wieder an die verkaufen. Okay. Das heißt, jetzt ganz schnell hoch, ganz schnell hoch ins Schloss rennen. Ganz schnell gucken. Fuck, jetzt hab ich vergessen, was ich im Schloss machen wollte. Egal, erstmal ganz schnell ins Schloss rennen. Warum ins Schloss? Ich wollte irgendwas im Schloss machen. Vielleicht fällt es mir ein, wenn ich wieder im Schloss bin. Wir haben doch jetzt gerade die Aufgabe bei den Pferden. Ja, ich will im Schloss ja auch keine Aufgaben machen. Du wolltest verzaubern. Genau, ich will gucken, ob ich unser Silberschwert verzaubern kann.
und den Dolch entzaubern, den wir noch haben. Genau. Und wenn, wenn wir den Zauber schon haben, wird der Dolch verkauft. Das schaffst du in der Folge noch. Renn! Renn, Mr. T! Oh, Orks rennen so langsam. Die rennen ungefähr so, wie wir in Skyline sind. Also gar nicht. Ganz schnell. Hey, ich sehe gerade, wenn ich mit der Folge aufnehmen fertig bin, haben wir genau halb. Eine halbe Stunde Folge, genau um halb fertig. Ha, ich hab so Skill. Was überhaupt nicht zufällig ist oder so. Entzaubern. Den kann man entzaubern, ja. 21. Mhm. So, Gegenstand. Silberstern. Natürlich kannst du etwas verzaubern. Sehr schön. Was hätten wir denn jetzt? Ich will 10 Falle nehmen. Sicher? Ja. Wir haben den Bogen schon mit 10 Falle. Das ist scheißegal, aber wie oft schießt du wem mit dem Bogen ab? Normal. Du brauchst öfters mit dem Schwert zu als mit dem Bogen, oder? Ja, schon, nur das Problem ist... Ich habe mit dem Bogen nicht zu. Ja, siehst du? Ja, nur, ich meine, 4 Sekunden, das ist echt nicht viel. Und auf dem Schwierigkeitsgrad wird momentan sich selber nochmal aufsteigt, je nachdem, wie stark der Seelenstein ist. Ja, wir können ja mal kurz gucken. Wir haben ja... So, was haben wir jetzt hier? Gar nichts. Ja, das wirst du so auch nicht sehen. Also, ja oder nein? Ja. Wie wollen wir es nennen? Nein. Gegenstand umbenennen. So, jetzt brauchen wir mal wieder einen Namen. SFG. SFG. So, zufrieden? Ah, das klar. Das ist eine ordentliche Verzauberung. Aber bitte weiter, erst an der Oberfläche. Er zittert vor SFG. Besucht die Drachenfeste, um über will ich mit dir reden? Scheißegal. Zu diskutieren wie die anderen großen Krieger. In letzter Zeit hat es den Anspruch, werft einen Blick darauf. Ich glaube einfach alles an dem Stein, was hat. Wir sind sowieso weg, leider. Den können wir schon gar nicht mehr leisten. Ja, nimm die mit. Und wir sind pleite. Nein, noch nicht ganz. Den Gott haben wir noch. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier gehören aufgespielt, spießt auf unsere Schwerter. Deswegen würde ich ja sagen, wir werden irgendwann nochmal Erzmagier und töten dann alle. Ja, das jetzt. Das hört sich noch ein Plan an. Nein, das ist einfach nur Langeweile. Die wollen wir. Mhm. Den Elfenkiller. Orks, die Elfenkiller. Überhaupt nicht klischeehaft oder so? Nein, überhaupt nicht. Skylines Blick ist gerade total gelangweilt. Aha. Seid ihr bereit? So, nein, sind wir noch nicht. Weil, wenn wir damit jetzt mitten in der Folge anfangen, das ist der Einstand dann für Kuro. Habe ich gerade beschlossen. Ja, ich werde Werwolf. Ah, okay, das Silberschwert kann man also nicht verbessern. So, dann zeige ich euch jetzt noch mal ein bisschen meine Bogenschießskills. Weil, wie ihr seht, ein tödlicher Treffer genau ins Herz.
Bam. Jetzt noch der obligatorische Pfeil im Knie, wenn ich es hinkriege zu zielen. Kubo, was meinst du? Habe ich das Knie getroffen? Nein, das war eher ein bisschen weiter oben. Sieht trotzdem schmerzhaft aus. Ganz ehrlich, sieht alles schmerzhaft aus, wenn du in der Nähe bist. Wie nett. Ja. Der Pfeil ging auch genau durch. Schön, dass du immer schön die Pfeile verschwendest. Hey, wenn du auf diese Puppen schießt, kannst du die wieder einsammeln, du Held. Trotzdem. Guck. Außerdem sind es nur Eisenpfeile. Ja und? Ehrlich? Und jetzt noch ein. Komm schon. Das Einzige, was das verschwendet, ist die Aufladung unseres Bogens. Aber den wollte ich sowieso nochmal aufladen. Ja, so wie Skyline aussieht, ist er sowieso gar nicht wieder platt. So lustlos. Hm? Wo ist das denn nochmal? Wohin? Warte doch, vielleicht wollt ihr nochmal mitkommen? Wollen wir auch mal vorhin los wieder. Deswegen kannst du noch mit dem warten. Ja. Oh, ja, die Folge ist zu Ende. So eine halbe Stunde vielleicht. Und mit diesem epischen Blick verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns nächste Woche. Ne, gar nicht. Wir sehen uns dann heute direkt nochmal beim nächsten Advents-Special. Was ist es, wird natürlich noch nicht verraten. Großes Geheimnis, großes Geheimnis. Und, Schinken. Genau. Gespeichert habe ich. Speichern nochmal. Genau, ich speichere nochmal. Kuro, hast du noch was zu sagen? Nee, was soll ich bloß sagen? Du hast schon alles gesagt. Du bist jetzt gleich nochmal dran, ne? So, Aufzeichnung werden.